Finale. Was da noch? Hä? Was da noch? Pulled Pork zwischen den Zähnen. Komm, fahr. Wenn ich schon mein Essen unterbrechen muss, sonst kriege ich wieder Beschwerden, dass ich schlecht gelaunt bin und nicht lache. Ja, bist viel zu ernst. Also du könntest mal ein bisschen an deiner Work-Life-Balance arbeiten, David. Das ist ja wirklich, das ist ja... Da stimmt ja was nicht. Oder Stefan? Stefan? Ja, er hat sich gerade zum Essen gesetzt. Aber warte, ich muss nochmal rein, ich habe mein Telefon vergessen. Wie war der Code nochmal? Was machen wir? Finale. Finale. Gib mal, hau mal eine Prediction raus. Auf was? Alle Finals heute. Wir fangen an mit Top 3 reicht? Ja, nur Sieger. Sieger? Fitness. Komm, bam, 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 bam. Missy Truscott. Zweite Klasse war 212, Sean Carida. Dritte Klasse war Figur, Sydney Gillen. Vierte Klasse war Woman Physik, Natalia Coelho. Was fünfte Klasse Frauen Bodybuilding, Andrea Shaw. Sechste Klasse Wellness, Francine Matos. Hast du dem etwas hinzuzufügen? Nö, das ist alles gesagt. Weißt du, was wir besprochen haben? Dass du jetzt noch irgendwo einen Burger fressen gehst? Nee, diesmal nicht. Nee. Könnt ihr euch noch an den Witz mit der Klingel erinnern? Ja, ich habe ihn später auch verstanden. Hm. Aber kann den noch wer erzählen? Oder wie war das? Ja, ich habe die Klingel kaputt und einen Techniker angerufen. Problem war, der hat die Klingel und stand vor der Tür. Boah, ist das denn für welche? Ja. Der kann ja lange klingeln, weil. Weil es nicht geht, du Tolo. Ja. Und der ja, so hast du gestern auch nicht kapiert. Ja, ich hab dir nicht zugehört, du nuschelst ja. Hör doch auf. Hat schon jemals jemand gehört, wie arg Matthias Busse nuschelt? Matthias Busse hat Hörprobleme, würde ich sagen. Wer? Der Matthias. Erstmal anschnallen. Original ist mit Adler rum. Hast du gesehen? Ja, ich weiß, ob es den Adler oder was. Kennst du die? War es nicht, aber kenne ich. Das sind die auch von der amerikanischen, nicht von der Flagge, aber die das Nationalsymboltier. Der Adler? Weißkopf? Mhm. Igel. Oh, komischer süßes Geruch aus dem Auto nebenan raus. Der Blödsinn. Ja. Hat doch gerade gequalmt. Unser Zuschauer hat wohl festgestellt, dass du gestern jemanden als Opfer bezeichnet hast. Dich wahrscheinlich. Mich? Ja, geh ich schon davon aus. Fällt dir eigentlich ein? Ja, pff. Bei deinen Fast-Kills? Ich bin nicht angeschnallt im Übrigen. Ja, toll. Hervor. Wer steht heute Abend beim Abschluss, beim Prejudging der Men's Open Class im letzten Vergleich? Letzter Vergleich? Ja. Samson, Derek, Hardy, dann Brand ist ja jetzt doch dabei. Ist schon fix? Hast du doch gesagt. Na, vielleicht. Er hat ein Statement dabei gemacht. Dass er fix ist? Ich hab's nicht geguckt, nur ein Statement. Danke für die. Ist er jetzt dabei? Danke für die Mithilfe. Er hat ein Statement gemacht, ja. Also die ersten drei auf jeden Fall. Ich glaube, es wird eh nur ein Dreier-Vergleich. Oder das kann man auch sagen, ja. Zwei oder Dreier. Ansonsten hätte ich dann als nächstes wahrscheinlich eine, jetzt... Eine Prediction bitte. Ja, sag ich ja. Die ersten drei habe ich schon gesagt. Das ist dein letzter Vergleich. Wenn wir davon ausgehen, dass es nur drei sind. Ja, ich glaube, danach kommt schon ein Stückchen Abstand. Aber ansonsten wären dann Brandon und wahrscheinlich Andrew oder Hunter. Andrew Jack oder Hunter LaPrada noch. Du hast drei. Die drei hast du jetzt. Ja, ich glaube, nach denen wird ein Stückchen Abstand sein. Das kann schon sein. Aber das kommt dann immer ein bisschen drauf an, wie sie es jetzt aufziehen, oder? Next Level. Was wir natürlich noch klären müssen, natürlich startet Roman. Ich habe ihn gestern nicht gesehen. Du hast ihn gesehen, ne? Du hast ihn gesehen. Ja, auch Hallo gesagt. Ja. Nur weil er nicht genannt wurde. Wir haben über Klassik geredet. Genau, dass er nicht startet. Also er startet heute in der Open Class. Als einziger deutscher Bodybuilder. Seit auch Dennis Wolf. Ja, seit Dennis Wolf. Hm? Genau, haben wir aber schon öfter mal gesagt. Und ist auch manchmal so, dass man, wenn man irgendwie nach so einem 27-Stunden-Tag
dass das nicht alles krampfhaft immer versucht, jemanden zu vermeiden, sondern manche Leute wollen ja auch nichts sagen bei uns und manchmal ist es halt auch einfach so, dass einer einem nicht über den Weg läuft. So. Kann ja mal passieren. Ich habe einen Geburtstag von meiner Mutter schon zweimal vergessen. Kommt auch vor. Ja, bin während dem Telefonieren draufgekommen. Genau. Mea culpa. Also sprich, da muss nicht immer irgendjemand in den Kommentaren versuchen, krampfhaft irgendeine komische Geschichte rauszumachen. Aber für ein Albo ist es natürlich immer gut. Kommentare sind immer gut. Ne? Es gibt ja in einem Video einen Kommentar, der Ton ist zu leise und warum hält der Hoffmann das Mikro so nah an den Mund? Das steckt sexuelle Gründe, hat das. Das hat nur also sexuelle. Zum Beispiel gestern, das ist extrem laut gewesen da drin. Ich weiß, ich habe das Video noch nicht gesehen, wie das auf dem Video rüberkommt, aber es war extrem laut und da macht es grundsätzlich schon Sinn, das Mikrofon nah an den Mund zu halten. Ne? Das macht bei Sportveranstaltungen und so weiter, wird sogar in der Regel so gemacht, dass also hochgradig professionelle Moderatoren, die machen das, dass sie das hier ans Kinn anlegen, dass das wirklich Kontakt hat. Ablecken auch? Genau. Kannst du auch machen. Aber also ganz grundsätzlich die Tontechnik bei so wechselnden Verhältnissen, verschiedene, also wenn es schnell gehen muss, ne, man kann kein Ansteckmikro jedem unbedingt machen, wenn es schnell gehen muss, wenn die Umgebungsgeräusche sehr laut sind und wenn mehrere Leute beteiligt sind, das ist eigentlich schon eine Herausforderung. Ja, finde ich, machen wir eigentlich dann doch ganz gut. Finde ich auch. Habe ich schon gesagt, dass man fast ein bisschen schlecht ist jetzt? Weil du wieder Medikamente mit Alkohol kombiniert hast. Bud Light mit Cognis Sport. Ja. Risiko. Also meine Intelligenz ist schon krass hochgegangen, aber ich habe auch kein Bud Light kombiniert. Bei Bud Light musst du auch aufpassen, dass hier nicht noch was anderes wächst. Gaylord? Die Einschätzung zu Roman, ne? Ja, der wird eine Platzierung halt wahrscheinlich schaffen, glaube ich. Rechts abbiegen auf International 3. Das war's. Ein sehr langer Tag geht zu Ende. Ja. Gekrönt von der Vorwahl der Men's Open, aber wir fangen an mit den Finals der anderen Klassen, oder? Genau. Da musst jetzt du ein bisschen in die Bresche springen. Ich habe andere Duties gehabt und bin eigentlich erst zu Frauenbodybuilding wieder zurückgekommen. Was allerdings komplett freakig war, wie ich unterwegs die Ergebnisse angesehen habe. Was war da bei Fitness los? Also Stefan hat Athleten betreut, Formchecks gemacht, weil ja die meisten noch kommen, deine Athleten. Ja, Fitness, ich habe mir noch gedacht, als es losging, wie krass ist das, die Mädels waren ultra in Form und wir wissen, wie sich das anfühlt, wenn man so in Form ist und dann springen die da rum, machen Saltos, machen Spagat, dies, das. Tatsächlich gab es zwei Verletzte, also es war ein bisschen dramatisch, eine Schulterverletzung, soweit ich das mitbekommen habe und die Missy, also die Titelverteidigerin. Favoritin ja auch nach der genau, die hat sich tatsächlich wohl so verletzt, die wurde von der Bühne getragen und kam auch nicht mehr zurück. Dementsprechend die Siegerehrung sehr überraschend. Doch sehr überraschend kann man sagen. Ne? Hast du ja noch mitbekommen? Das habe ich jetzt mitbekommen. Missy eben out, ich habe es auch nicht gefunden. Komplett freakig. Wer hat jetzt gewonnen? Also an der Stelle gute Besserung. Hoffentlich ist da nichts Schlimmeres passiert. Kann jeder Athlet, glaube ich, nachvollziehen. Wie fies das ist, sich eine Verletzung zu holen. Gewonnen hat Oksana zum fünften Mal. Ja, also Oksana. Genau. Alte Widersacherin von unserer Regiane. Schöne Grüße gehen nach Deutschland. Ne? Die haben des Öfteren nebeneinander gestanden. Meistens hat Oksana vorne gelegen. Genau, zweiter Platz, sehr überraschend. An die Taylor heißt sie. Genau. Da muss man sagen, hat sich wohl die Gewichtung bei der Bewertung ziemlich geändert, weil rein körperlich heute Morgen war es auch im letzten Vergleich stark zurückgefallen, aber hat eine extrem krasse Kür gemacht, kam auch sehr gut an und wurde mit dem zweiten Platz belohnt. Und dritter, glaube ich, Whitney, obwohl sie verletzt war? Oder du hast gesagt, sie war verletzt? Nee, die war, glaube ich, auf dem sechsten zum Schluss. Dritter ist mir entfallen, man möge es mir verzeihen. Ich war leider nicht da. Wir müssen auch weitermachen, glaube ich, mit der nächsten Klasse, mit der 212er. Ja, 212er war sicher extrem prickelnd, extrem eng. Wir sind beide falsch gelegen oder
voll schwer, hätten es vielleicht anders entschieden, aber nichtsdestotrotz absolut verdient, weil Linie über Masse gewonnen hat. Erster Platz, Kion Pearson. Genau. Ja, neuer Champion somit. Ich bin mal gespannt auf die Wertungsbögen. Ich gehe trotzdem davon aus, dass sie sehr nah zusammen waren. Ja, ein alter Bekannter von mir hat mit mir schon auf der Bühne gestanden, noch in der Classic. Und ja, war ein schöner Moment. Also haben sich alle sehr, sehr sportlich verhalten. Hat auch wieder eine schöne Rede gehalten, ne, wie die Amis das nun mal so drauf haben. Und ja, kann man auf jeden Fall so vertreten. Ja, war seine beste Form, die er bis jetzt auf die Bühne gebracht hat. Also unglaublich toll. Genau. Sean, um es vorwegzunehmen, auf 2. Angel Calderon, der Vorjahreszweite, auf 3. Genau. Und Carrot hieß der. Genau. Nicht Kevin, sondern Carrot, der hat einen vierten gemacht. Weiter geht's mit Frauenphysik. Frauenfigur. Frauenfigur, habe ich doch gesagt. Ja. Frauenfigur, der unglaubliche All-Time-Champ, kaum zu überragen, Sydney Gillen, als ganz klare Siegerin, wie vorher prognostiziert. Also da ist nichts an ihr vorbeigekommen. Genau, da ist nichts verrutscht, haben wir ja heute Morgen so prognostiziert, war zugegebenermaßen eine relativ leichte Prognose. Aber ich war ja noch immer nicht da und ich weiß jetzt gar nicht, wer ist Zweiter, wer ist Dritter. Ist Lola Dritter und Jessica Zweite oder umgekehrt? Andersrum. Genau. Lola ist Zweite? Also die Masters gewonnen hat, ne? Ja. Genau, die hat einen Zweiten gemacht. Na, dann ist Jessica. Jessica Padilla Zweite und Lola Montes, glaube voriges Jahr auch Dritte gewesen, am dritten Platz dann. Ganz wichtig zu erwähnen natürlich aus deutscher Sicht die Jennifer, hat super abgeliefert. Extrem starkes Feld. Sie hat sich die Rosen gewünscht, hat sie vorher gesagt. Das hat leider nicht ganz geklappt. Aber ihre beste Platzierung, ne? So ist es, ihre beste Platzierung. Und ich habe vorher schon mit ihr geredet. Mal schauen, wo die Reise heuer noch hinführt bei ihr. Okay, also kommt. Sie ist absolut angriffslustig. Ja, schön. Ist ja immer wichtig, dass die Tendenz stimmt, ne? Platzierungen sind wichtig, aber wichtig ist ja auch, dass man besser war als das letzte Mal. Jetzt, und dort sind sie und ihr Mann am absolut richtigen Weg. Also die haben alle Schnürchen richtig gezogen. Also nochmal Glückwünsche an der Stelle. Wir kommen zur Damenphysik. Mhm. Damenphysik war, wie anfangs gesagt, auch eine knappe Kiste. Und auch da sind wir falsch gelegen. Vollkommen legitim. Als du unterwegs warst, muss ich jetzt mal ein bisschen angeben, ich habe das irgendwie kommen sehen. Wirklich? Ja. Hast du reflektiert also, nochmal? Nee, heute Abend. Also als ich dann heute Abend nochmal gesehen habe, da habe ich es irgendwie gespürt, dass es so kommen wird, dass es einen neuen alten Champion geben wird. Ja, auch vollkommen okay, um auch das Rätsel aufzulösen. Sarah Villegas hat sich den Titel zurückgekämpft und hat Natalia Coelho, sie ist gerade bei uns vorbeigehuscht, auf den zweiten Platz verwiesen. Da muss man sagen, hat wirklich Konditionierung gewonnen, weil Sarah einfach all overall besser in Form war. Und Natalia, die bessere Linie hat, hat da den zweiten Platz gehabt. Also ein bisschen umgedreht von der 2-12er, aber natürlich vollkommen okay diese Entscheidung. Dritte wurde die Dame aus Brasilien, wenn du dich erinnern kannst, aus dem Kissimmee Gym. Den Namen weiß ich jetzt leider nicht. Wenn ich mich richtig erinnern kann, also eine deutsche Fanin hat die auch angesprochen, die konnte aber kein Wort Englisch und dann kam jemand zur Seite gesprungen aus ihrem Umfeld, der hat Deutsch gesprochen und wenn ich mich richtig erinnere, trainiert die erst seit 2 oder 3 Jahren, also ganz abgefahren. Zu erwähnen noch die französische Teilnehmerin, wie hieß sie mit Vornamen? Lorraine, glaube ich. Joanne. Ultra brutal hart, die hätte, finde ich, einen Sonderpokal verdient. Ja, Anne ist extrem, war schon mal Zweite bei der Arnold Classic, liefert eigentlich jedes Jahr ab, hat sich auch konstant in der Platzierung vorgearbeitet. Ich sehe es eigentlich wie du und verstehe ihre Platzierung weiter hinten im Feld eigentlich nicht. Genau, hätte ich auch ein bisschen weiter vorne gesehen. Wir machen weiter mit Wellness. Na, Frauen Bodybuilding. Bodybuilding haben davor, genau. Auch da haben wir richtig gelegen, aber was auch keine große Kunst war. Andrea Shaw gewonnen mit Pauken und Trompeten. Ja, abartig. Also für mich wirklich, und das muss man, wenn es schon einmal 8-fache Miss Olympias gegeben hat, erst sagen können, ich glaube, Andrea Shaw ist die beste weibliche Person, die je eine Bodybuilding-Bühne betreten hat. Grazilität, Feminität mit so viel Muskeln, mit so einer Plastizität, Jaw-Dropping, also absolut irre und außergewöhnlich. Zweiter Platz, Andrea Jo.
Dritter Platz, die Brasilianerin, von Mr. Seid 10 gecoacht. Ganz eine tolle Athletin, hat auch in Europa schon öfter gewonnen, Portugal zum Beispiel. Auf Platz 4 freut mich besonders meine Sherry Priami, erst dritter Woman Bodybuilding Wettkampf, erste Olympia, vierter Platz, großartig. Und die Background-Geschichte zum fünften Platz kenne ich mittlerweile auch. Ja, teilst du uns die mit? Nicht für die Öffentlichkeit. Okay. Dann machen wir weiter mit Wellness. Da war ich unterwegs auf Toilette. Und dann kleine Side-Note. Da war eigentlich nur der Busse da. Was machen wir jetzt? Scheiße. Was, Wellness auch nicht? Da waren wir beide nicht da. Also ich weiß, dass sie Franziell gewonnen hat. Das habe ich dann gesehen, wie ich wieder reinkommen bin, weil es die Rede noch hatte. Und Isa auf 2 war dann. Aber was dann dahinter war, weiß ich nicht. Knapp, auch nur ein Punkt. Also warte mal, wir machen ganz kurz. Also wurde gesagt, es ist auch eine ganz, ganz knappe Entscheidung gewesen, aber für mich war es eine eindeutige Sache. Also Wertungen so absolut gerechtfertigt. Wertungen für Busse Matthias, auch Matt genannt, vollkommen okay. Ich muss mich an dieser Stelle wirklich, weil die Kommentare wieder kommen würden, für unsere teils recht inkompetente und unvollständige Feedback, wie nennt das? Recap? Wie heißt das überhaupt? Ich bin auch schon komplett durch. Entschuldigen, er musste aufs Klo, ich musste arbeiten. Es war nicht immer einfach, aber wir versuchen trotzdem das Beste für euch. Und somit kommen wir jetzt auch zur Klasse, die wir vollumfänglich heute wieder gesehen haben. Ich wollte noch einen Gruß an die Lisa loswerden, ne? Die beste Deutsche logischerweise und beste Europäische wahrscheinlich. Na, die Rumänin war vorher. Okay, trotzdem nochmal Gruß an die Lisa. Super Form, Bestform oder noch beste Platzierung beim Olympia. Genau, und noch natürlich kurz. Natürlich Lena ja auch. Lena auch in der Figurklasse. Sicher eine Platzierung erreicht. Keine Top 10, aber sicher in den Top 16. Genau, haben wir aber noch nicht vorliegen. Genau. Noch kurz zu meiner Entschuldigung, warum ich in der Wellnessklasse unterwegs war. Ich war auf Toilette und danach kommt ein junger Mann zu mir und fragt, ob er mit mir ein Foto machen kann. Und dann sagt er so, Mama, kannst du ein Foto machen? Und dann kommt die Mama und das war die Anja Langer. Dann hab ich ein Foto mit ihr gemacht. Ganz stolz drauf. Ja, also könnt ihr jetzt alle mal googeln, wer das war, wer es nicht weiß. Und warum es sich ausgezahlt hat für Herrn Hoffmann, aufs Klo zu gehen und ein Foto mit Anja Langer zu machen. Genau, wir kommen zur Men's Open, zum Prejudging. Da kam ich glücklicherweise noch rechtzeitig rein, habe ich miterlebt. Ich glaube, meine Prognose, die ich vorher abgegeben habe, die ist eingetreten, der allerletzte Vergleich. Fangen wir damit an. Ja gut, da haben wir beide richtig gelegen. Allerdings wahrscheinlich nicht, oder eigentlich, nicht in dieser Reihenfolge. So Gesamteindruck, gewaltige Show. Es sind Fülle rausgedroppt, trotzdem extrem hohe Leistungsdichte. Aber kommen wir gleich zu diesen Top 3. So auf voller Linie überzeugt hat keiner. Hat echt keiner. Sie sind zwar unglaublich toll, alle drei haben ihre persönlichen Vorzüge, aber keiner hat halt so auf voller Linie überzeugt. Hardy von vorne, Most Muscular von vorne, selbst Teilienkontrolle, wo ich eigentlich gedacht habe, die passt nicht mehr so, hat er sowas von genailed, abartig. Von hinten aber einfach nicht so konditioniert und wenn man dann den Spiegel vorhält, Derek, genau umgekehrt, von vorn flache Brust, Brustteilung nicht so da, Beine ein bisschen zu dünn, von hinten absolute Supergranate, also irre und auch in den Top 3 sicher Samson, der zwar all overall wahrscheinlich die beste Balance hat, aber von allem ein bisschen zu wenig, glaube ich, deswegen meine Prognose jetzt nach dem Hardy, Derek, Samson. Ja, das Judging bzw. das Switching des letzten Vergleichs hat das ja auch wiedergespiegelt, was wir gesagt haben. Ja. Da hatte jeder mal in der Mitte gestanden und ich habe dann auch zu Stefan gesagt, also Hardy von vorne, Derek von hinten und Samson overall. Ich glaube, Samson ist derjenige, der bis morgen noch das meiste Potenzial hat, sich zu verbessern. Ich glaube nicht, dass Derek seine Front noch groß verbessern kann, beziehungsweise Hardy könnte seinen Rücken verbessern. Also Hardy eventuell hat ja von ihm kein Fleischproblem, sondern ein Konditionierungsproblem.
Hat aber, finde ich, schon immer gehabt. Und bei Samsoner fehlt irgendwie nur so der letzte Touch, so der letzte Schliff. Und den könnte er natürlich bis morgen noch hinbekommen. Ja, in der Hinsicht sehr spannend. Andrew Jack. Genau. Wir müssen natürlich noch weiterreden. Auf 4-5 Andrew Brandon, wobei für mich Andrew klar besser ist als Brandon. Auch wenn das anders ausgehen sollte, sehe ich Andrew relativ klar auf 4, Brandon auf 5, Hunter auf 6. Ja, also Andrew nochmal hervorzuheben, mega Leistung, mega geiles Posing, wie er seinen Doppelbizeps stellt und so einfach steht, genau, so ein bisschen angeschrägt, so total geil, gefällt mir richtig gut. Ja, geile Präsenz auch einfach so auf der Bühne, ne? Er macht absolut. Das total professionell, hat so ein bisschen seinen eigenen Style. Gehen wir dann gleich weiter. 7 dürfte relativ fix Chriso sein. Und ich war ziemlich angefressen, der ist gerade eben hier vorbei, hat ihm ein paar Fans weggeschickt. Kann ich zum Teil auch ein bisschen nachvollziehen, weil so dieses Paket Brandon bis Chriso meiner Meinung nach relativ offen ist. Chriso mit Abstand die beste Form von diesen dreien. Vielleicht nicht ganz die Balance, die die haben. Das ist dann eine individuelle Geschmackssache. Aber wenn du jetzt selber Athlet bist und weißt, du hast eine Form, du hast eine Konditionierung gebraucht, bist natürlich im ersten Moment enttäuscht, wenn du nicht dort stehst, wo es deine Form vielleicht zugelassen hätte. Ja, also ich habe ihn ja gesehen, als er sich die Quali geholt hat in Alicante. Und da hat er ganz klar dominiert. Das war absolut brutales Paket. Ich glaube nicht, dass er heute schlechter war. Nö. Aber wenn du natürlich dann mit der absoluten Elite da stehst, dann sticht man eben nicht mehr so heraus. Ne? Und er hat ja kein Fleißigkeitsarbeitsproblem, sondern eher ein bisschen dieses Symmetrie- und Balanceproblem. Und das hat ihn jetzt im Moment einmal dorthin. Schauen wir mal, was bis morgen noch passiert. Auf 8 kommt eine extrem positive Überraschung. Also ich glaube, auf 8 kommt eine extrem positive Überraschung für mich. Regan hat wirklich dieses Mal die Form top am Punkt gebracht. Und wenn er 8er wird, hätte er das komplett verdient. Willst du noch weitergehen? Auf 9 und 10. Auf alle Fälle Charles Griffin ist auch noch in dem Top-10-Vergleich. Irgendeinen habe ich jetzt unterschlagen und vergessen und man tögelt mich hoffentlich nicht, wenn mir der nicht einfällt. Auf alle Fälle, wenn wir das Feld weitergehen, ist auf 11 dann wahrscheinlich Andrea Presti. Auf 12 wahrscheinlich der Theo, auf 13 wahrscheinlich der Roman, auf 14, 15, 16, 17, weil viel mehr waren sie dann nicht, da ist Ross Flanagan, Phil Klaha und Justin Scheer, den ich in der Einschätzung davor viel höher gehabt hätte, aber der echt ein bisschen untergeht, sowohl in der Masse im Gesamtfeld hier als auch in der Konditionierung. Ja, Glückwunsch an Roman, kann man glaube ich sagen. Er hat sein Paket gebracht, was er die letzten paar Mal auch gebracht hat. So ist es. Trotz des enormen Drucks, ne, wo er früher öfter mal drunter, seine Form drunter gelitten hat, wenn der Druck zu hoch war. Und er hat sich ja glaube ich ein bisschen selber zu viel Druck gemacht. Hat er hier die Form gebracht, hat seinen Signature Beinbizeps Gluteus gezeigt und auch im Oberkörper die Fülle gehabt, die er die letzten paar Wettkämpfe hatte. Ja. Also ganz klar abgeliefert. Muss man echt sagen, alles da, alles so, wie es sein soll. Und wenn er 12. oder 13. wird, hat er das zu 1000% verdient. Und eigentlich auch so, wie wir beim Herfahren gesagt haben, auch wenn mehrere da gewesen wären, hätte er, glaube ich, die Top 16 wirklich auch geknackt. Und das hat er jetzt auch hier so und so. Genau, also wir sind gespannt, wie es dann sich morgen ausgeht im Finale. Ja. 24 Stunden ungefähr liegen dazwischen. So, ja, wahrscheinlich, ja. Und euch danke fürs Zuschauen. Wir haben jetzt ungefähr 12 Uhr gleich. Und der Matze muss noch ein paar Stündchen schneiden heute Nacht. Ich muss gleich wieder auf und da herfahren. Auf alle Fälle, sorry nochmal. Normalerweise wisst ihr, wir sind jetzt nicht immer ganz vorbereitet. Aber dass das heute ein bisschen konfus war, ist an der Situation der Dinge geschuldet. Nichtsdestotrotz versuchen wir für euch das Beste zu geben. Also es waren jetzt wirklich 15 Stunden nonstop. Ja. Ne? Also man möge es uns nachsehen. Oder dir. Ich moderiere ja nur, das habe ich gut gemacht. Ja, ich finde auch. Also, danke fürs Zuschauen. Teilen, liken, abonnieren, kommentieren. Bis eingeben. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.